sehr gut. Die Kinder fühlen sich sehr, sehr wohl. Das Hotel ist sehr schön. Und ja, Wetter war super, jeden Tag Sonne. Und ja, allgemein sind wir sehr zufrieden. Spiel gestern war hervorragend. Auch Manavgatspor, sehr, sehr gute Kinder. Also waren echt, ich war echt überrascht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde es auch sehr, sehr gut, dass auch hier in der Türkei die Arbeit von den Jugendtrainern, man sieht, die fangen schon die Jugend schon an, dass man sagt, okay, man baut auf die Jugend auf, man fördert die Kinder, was mir sehr, sehr gut gefällt. Also ich war echt sehr, sehr überzeugt gestern. Also wir waren schon mal in Antalya, in Belek, Trainingslager mit drei Mannschaften. Und es war auch sehr schön. Das war vor circa 5 bis 6 Jahren. Das waren 94er Jahrgang von FC Memmingen. Wir waren mit zwei Mannschaften. Aber ich sage ja, auch hier ist Side, Manavgat. Die Plätze sind hervorragend. Man sieht auch, dass die Hausmeister oder die Platzwirte sehr viel hier also Zeit investieren und umso Bestände immer wieder mal alles pflegen. Es ist sehr viel Arbeit, aber ich sage ja, top, also alles super. Wir sind hier nach Side gekommen zum Mad Sports. Sehr gute Verhältnisse hier. Das Wetter war natürlich auch noch dazu sehr gut. Dadurch beste Trainingsverhältnisse. Die Plätze sehr gepflegt. Wir sind den Rasen bei uns eigentlich nicht mal so gewohnt. Ja? Wir trainieren auf Kunstrasen. Die Materialien, die wir haben und die wir bekommen haben, waren sofort greifbar und wir haben natürlich alles gut vorgefunden. Gestern hatten wir dann ein Spiel gegen die Akademie aus Manavgat. Das war ein sehr anspruchsvoller Test für uns. Wir waren sehr unter Druck. Das war also das optimale Testspiel für unsere Spieler, weil wir uns eigentlich auf die Meisterschaft gut vorbereiten wollen. Mit Mad Sports und der kompletten Anlage sowie mit dem Hotel, bestes Essen, bester Service, sind wir sehr zufrieden und wir werden, wenn es geht, wiederkommen.